bräuchte man auch mal ein paar Klamotten. Jawohl, heute gönne ich mir mal was. Ich habe zwar kaum Kohle, aber der Chef, der meldet sich schon, dann habe ich das Geld wieder draußen. Zack in den Warenkorb. Ja, komm, das da auch noch dazu. Mann, wann ruft der Chef endlich an, dass ich nochmal arbeiten gehen kann? So langsam wird's echt eng um Geld. Da der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und die Arbeitszeit im Bedarfsfall konkretisiert, ist es möglich, dass der Arbeitnehmer tagelang auf seinen Einsatz warten muss und in dieser Zeit nicht vollumfänglich bezahlt wird. Ah, das war eine stressige Woche. Das Wochenende habe ich mir jetzt wirklich verdient. Mein Chef? Was? Jetzt soll ich morgen schon wieder arbeiten kommen? Ey, dieses Work on Demand macht mich fertig. Hätte ich das mal früher gewusst. Für den Rest des Tages bereits etwas vorgenommen, meldet sich der Chef und erwartet, dass man alles stehen und liegen lässt und zur Arbeit kommt. Sowohl langfristige als auch spontane Planungen sind bei Work on Demand daher kaum möglich. Heute ruft der Chef ja eh nicht mehr an, da kann ich mal die Wohnung richtig in Schuss bringen. Hallo? Ja, Chef. In einer Stunde auf der Arbeit. Ja, ich komme. Okay. Tschüss. This is work on demand. Boomt die Auftragslage im Unternehmen, wird die Kapazität der Arbeitnehmer bis aufs Maximum ausgereizt. Erholungsphasen für die Mitarbeiter bleiben oft auf der Strecke. Endlich auf der Arbeit angekommen. Es war aber auch ein Verkehr heute Morgen. Jetzt mal die Stunden abarbeiten und richtig produktiv sein. Herr Limberg, machen Sie einfach für heute Schluss. Der Termin vom Kunden, der wurde abgesagt. Ich würde sagen, machen Sie sich ein bisschen Freizeit, schauen Sie morgen noch mal rein, dann gucken wir mal, ob Sie da was zu tun haben dann, ne? Ciao. Ah, toll. Arbeit auf Abruf bedeutet, dass man seine Arbeitsleistung entsprechend dem wechselnden Arbeitsanfall im Betrieb zu erbringen hat. Arbeitgeber können mittels Work on Demand äußerst flexibel ihren Bedarf an Arbeitskräften decken, ohne wirtschaftliches Risiko, denn das tragen alleine die Arbeitnehmer.